Der Beschuldigte wurde am 7.01.2019 durch den sachleitenden Oberstaatsanwalt und Beamte des Bundeskriminalamts zum Tatvorwurf umfassend vernommen. Er hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe umfassend eingeräumt und ist geständig. Er hat über eigene Straftaten hinaus auch Aufklärungshilfe geleistet, also weitergehende Erkenntnisse letztlich geliefert. Mangels Haftgründen wurde der Beschuldigte in den Abendstunden des 7.01.2019 auf freien Fuß gesetzt und die vorläufige Festnahme in seinem Fall aufgehoben. Die im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme seiner Wohnung sichergestellten Computer und Datenträger werden derzeit noch umfassend ausgewertet. Aufgrund der Angaben von dem Beschuldigten, der wie gesagt Aufklärungshilfe geleistet hat, konnten auch ein Datenträger, den der Beschuldigte nur wenige Tage vor der Durchsuchungsmaßnahme, nachdem der Vorfall in den Medien bereits bekannt war, vernichtet hatte oder beiseite geschafft hatte, aufgefunden und sichergestellt werden und ist ebenfalls Gegenstand der Auswertung. Darüber hinaus konnte auch ein Backup seiner persönlichen Daten auf einem Share-Hoster ebenfalls sichergestellt und steht für Ermittlungen zur Verfügung. Im Rahmen der Vernehmung gab der Beschuldigte an, dass er bei den unberechtigten Datenausspähungen und den anschließenden Veröffentlichungen allein agiert hat. Die bisherigen Ermittlungen haben noch keine Hinweise auf eine Beteiligung von Dritten ergeben. Das ist Gegenstand der Ermittlungen und wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen umfassend geprüft. Zu seiner Motivation, insoweit bitte ich Sie um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch kein abschließendes Bild geben können, gab der Beschuldigte an, dass er die Daten ausgespäht und veröffentlicht hat, und zwar, weil er sich über die betroffenen Geschädigten aufgrund von bestimmten öffentlichen Äußerungen geärgert habe.